Guten Morgen, heute ist es mal wieder soweit. Das letzte Kühlschrank-Update, das liegt ja schon ein paar Monate zurück. Ich hatte es am Anfang glaube ich dreimal gemacht und jetzt hat mir auf Facebook wieder einer angeschrieben und hat gesagt, Mensch, du hast so lange kein Kühlschrank-Update mal gemacht. Wie sieht's denn jetzt so in dem Rohkost-Kühlschrank aus? Und da habe ich gesagt, ja, kannst du eigentlich mal wieder machen. Und entsprechend jetzt das Kühlschrank-Update. So, was wir lange nicht mehr hatten, und wenn ich jetzt schon mit meiner Kamera hier alles filme, das wird ja heute ja ein richtiges Haushaltsvideo, kommen wir zu meiner Meat-Free-Zone, und zwar mein Kühlschrank. Wir haben lange kein Kühlschrank-Video gemacht, und jetzt bin ich ja Rohköstler, und so langsam tut sich der Kühlschrank auch anpassen an die Rohkost. Ist immer noch was drin, was nicht rohköstlich ist, ne? Ich habe ja vor 5,5 Wochen ungefähr angefangen, und ja, aber einfach mal so einen Kühlschrank machen. Ich habe wieder nicht vorbereitet, aber ich weiß, dass ganz viele Orangen jetzt drin liegen, die ich jetzt gerade reingetan habe. Und von daher, schon alleine, das ist geil anzuschauen. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall einfach mal einen Blick in meinen Kühlschrank. Oh, guck mal, da bin ich. Hallo. Ach, ist das geil. So, das ist also mein Kühlschrank. Und zwar, fahren wir oben an. Ah, die Orangenarmada ist wieder da. Richtig, richtig geil. Und das Fach oben ist auch komplett immer für die Orangen reserviert. So, was haben wir im zweiten Fach? Jetzt müsste ich wirklich mal gucken. Also, wir haben hier einmal ungeröstete Sushis. Also, das ist so Nori-Algen. Dann haben wir 3 Packungen von von der Dattelpaste. Das ist die, so sehen die aus, die Paddel, die Dings. Kann ich euch mal unten verlinken. Also, das sind die. Also die kosten 3 Euro, glaube ich, 1 Kilo Datteln 3 Euro. Es ist nur Datteln, nichts dabei. Also richtig billig und ob es gut ist, weiß ich nicht. Das ist, weiß ich gar nicht, was. Ach ja, genau, das sind Mungbohnensprossen. So, was haben wir hier? Pilze und eine Zucchini. Dann haben wir hier, das ist Koriander aus dem Asialaden. Dann haben wir Kürbiskerne und da hinten ist noch Mohn. So, dann hier, das ist Wildreis, den mache ich heute alle, dann wird neu angesetzt. Die Schüssel ist immer im Kühlschrank, die ist immer normal mit Wasser gefüllt, aber der lag jetzt schon 7 Tage und da habe ich das Wasser rausgemacht, weil die Konsistenz vollkommen ausreichend ist. Den esse ich aber heute und dann wird er wieder neu aufgefüllt. Also der Wildreis, der steht hier immer drin. So, und dann nochmal Orangen, am Anfang sind es immer so viele, dann müssen die auch noch ins andere Fach. Also Orangen und dann habe ich hier noch einen Salat, den ich nicht alle gegessen habe und den ich dann sozusagen auch irgendwann mal essen werde. Noch einen Salat, genau. Dann haben wir hier das Obstfach und da sind ganz viele Äpfel drin und auch wieder Orangen. Wie gesagt, am Anfang, die Orangen quillen hier über, aber spätestens in 3 Tagen sind die Orangen dann nur noch hier im oberen Fach zu finden. Und ja, also hier habe ich Äpfel, hier habe ich Orangen, hier habe ich Granatapfel und noch eine halbe Melone. Genau, das ist so das Obstfach. Und das ist das Gemüsefach. Da ist jetzt drin Kohl, Tomaten. Das hier ist, glaube ich, noch eine Pastinake. Genau, eine Pastinake. Dann Möhren. Chicorée. Und dann habe ich hier noch was, das weiß ich nicht mehr, ob es rohköstlich ist, aber das habe ich schon seit, weiß ich nicht, 2 Monaten. Das habe ich, was ist das, wie nennt sich das? Samkraut. Samakraut oder Parmakraut. Samakraut. Das ist irgendwie wie Sauerkraut, aber halt nicht geschnitten. Also einfach nur fermentiert. Müsste Rohkost sein, aber auch wenn es keine Rohkost ist, muss ich es irgendwann mehr essen. Ich habe das irgendwann vor 2 Monaten mal gekauft. Weiß jemand von euch, was ist Samakraut? Ich habe es einfach so damals gesehen, dachte, es ist wie Sauerkraut, nur fermentiert, aber halt nicht in Kraut geschnitten, sondern als Kopf. Und weiß ich irgendwie noch nicht, was ich damit habe. Das liegt jetzt so die ganze Zeit bei mir rum. So, dann in meiner Tür. Das hier ist noch Kürbisketchup, der natürlich nicht rohköstlich ist, den ich aber jetzt nicht weggeschmissen habe. Man hat ja doch hin und wieder mal Gäste und da habe ich wenigstens was, was ich irgendwie geben kann. Dann hier, das ist rote Beete, die ist eingekocht, die ist von meiner Mutti, die hat sie mir irgendwann mal gegeben und die steht auch schon ein halbes Jahr hier drin. Die werde ich irgendwann mal essen und allerdings auch nicht roh. Dann haben wir hier Hanfsamen. Geschälte. Dann haben wir Mirin und Sojasauce, beides nicht roh, aber beides wird verwendet. Das heißt, trotz dessen, dass ich jetzt sozusagen komplett mich rohköstlich ernähre, also ist das dann nicht mehr komplett, aber nehme ich nicht mal die Rohkost-Sojasauce, sondern die, weil mir die von Kikkoman einfach am besten schmeckt und preislich natürlich in einer ganz anderen Liga spielt als die Rohkost-Sojasauce. Von daher Sojasauce. Dann haben wir hier Zitronensaft, dann haben wir Wasabi-Pulver, wir haben Wasabi-Paste und wir haben hier Reissirup, der wahrscheinlich nicht rohköstlich ist, den ich aber auch schon wahrscheinlich gefühlt ein Jahr hier drin liegen habe, eigentlich gar nicht mehr benutze. Und dann haben wir noch, was ist das? Ach ja, hier die Kulturen, wo ich Joghurt gemacht habe. Joghurt mache ich jetzt halt auch nicht mehr. Könnt ihr eigentlich mal überlegen, das ist eigentlich rohköstlich. Das ist rohköstlich. Joghurt. Wenn du den nur bis 40 Grad erhitzt
Und wenn ich ihn selber mache, ist, könnte ich sogar rohköstlichen Joghurt machen. Super Videoidee wieder. So, dann haben wir ja Senf. Da weiß ich gar nicht. Einer hat gesagt, das ist Rohkost, einer nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Wenn ich dann Appetit auf den Senf hatte, würde ich ihn essen. Haben wir ja passierte Tomaten und Tomatenpaste und nochmal passierte Tomaten und ja, nochmal passierte Tomaten. Aber die stehen auch schon wahrscheinlich über ein Jahr hier drin. Genau, das ist also mal wieder ein Einblick über meinen Kühlschrank. Kühlschrank-Update. Ja, ansonsten gibt es noch ja, eine Kleinigkeit, und zwar in meinen Orangen, die ich sozusagen jetzt gekauft habe, also die ich immer bestelle, da war wirklich die größte Orange drin, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich Orange, keine Pamplemousse. Und die möchte ich euch auch kurz zeigen. Wenn ich gerade mal dabei bin hier, habe gerade das Paket ausgepackt, die Orangen ausgepackt, ist diesmal die größte Orange, die ich jemals gesehen habe dabei. Ich habe die mal hier rübergelegt. Also das ist jetzt eine normale Orange und jetzt kommt ins Bild die größte Orange, die ich jemals gesehen habe. What the fuck? Das ist ja übel. Was ist das für ein Onsen ist? Ich habe eine Riesenhand, wirklich eine Mega-Hand. Das ist, also, das ist Wahnsinn. Man vielleicht irgendwas daneben halt, was man kennt. Weiß ich nicht. Meine Faust, man sieht hier so die Faust. Also es ist ein Mordsding. Es ist echt ein Mordsding. Wie gesagt, das ist eine normale Orange. Und das ist halt, das ist echt, ein Kindskopf ist das. Ein Kindskopf. Ich liebe diese Orange und die riechen richtig, richtig geil. Ja, und als letztes noch ein Update, und zwar mein Dörrgerät. Ich habe euch ja in der Rezension, den Link findet ihr oben in der Infobox, gesagt, dass die Verarbeitung wirklich unter aller Sau war. Er hat wunderbar funktioniert, aber die Verarbeitung war unter aller Sau. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, dann kannst du eigentlich mal das Ding zurückschicken, dir ein neues schicken lassen innerhalb der ersten 14 Tage und schauen, ob die Verarbeitung generell immer unter aller Sau ist oder ob das ein Montagsmodell war oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschlossen, wieder 5 Tage auf meinen Dörrer zu verzichten und habe mir tatsächlich dort angeschrieben, das war nicht Amazon, sondern Elektronik, sonst was, und habe das zurückgeschickt und ein neues mir bestellt und möchte noch ein Update geben für diese Rezension, weil ich weiß, viele von euch spielen mit dem Gedanken, ein Dörrgerät zu kaufen, und das war eigentlich der große negative Punkt, und mal sehen, ob der sich auflöst. Auf jeden Fall jetzt das Update. So, jetzt mal ein kleiner Nachtrag, und zwar, ihr habt ja meine Klarstein-Rezension von dem Dörrgerät gesehen, und ja, und das war, wie gesagt, total schlecht verarbeitet, und ich habe mir einfach mal gedacht, ich schicke das Ding zurück und sage, das Ding ist schlecht verarbeitet und schicke mir ein neues, weil da kann ich noch eine bessere Aussage darüber, ja, darüber treffen, inwieweit jedes schlecht verarbeitet ist oder inwieweit ich einfach mal ein Montagsprodukt hatte. Wie gesagt, funktioniert das einwandfrei, Preis-Leistung war trotzdem top, aber ja, es war halt schlecht verarbeitet. Und jetzt habe ich noch eins, kann natürlich sein, dass ich jetzt einen Zong gezogen habe und das Ding ist noch schlechter verarbeitet, aber ja, da wollte ich euch einfach mal dran teilhaben lassen, damit ihr seht, ja, ob nun das so eine Eintagsfliege ist, die schlechte Verarbeitung, oder ob tatsächlich noch ja, Hoffnung am Horizont ist, dass Klarstein auch manchmal vielleicht gar nicht so schlecht verarbeitet, keine Ahnung. So, erstmal oben der Deckel, sehe ich schon. Der ist etwas mittiger, allerdings ist er diesmal Tenet, aber der ist auf jeden Fall so, ist auf jeden Fall besser als bei einem anderen. Also, na, ich hole das Ding erstmal raus hier. Achso. Ah, es klingelt draußen, schade. So, das, waren gerade die Orangen, der Postbote war draußen. Also, weiter geht's. Bin sehr, sehr gespannt. Es gab zwei große Kritikpunkte bei der Verarbeitung. Einmal war das der Regler, und das andere waren, dass das hier beides nicht gerade war. Und ich sehe schon, dass das hier auf jeden Fall auch gerade ist. Also wahrscheinlich alles richtig gemacht. So. Ja, hier. Die hier sind absolut gerade. Beim vorigen Mal war der so leicht ausgebeult und deswegen konnte man den nicht reinmachen. Jetzt sitzen die Dinger auch viel fester. Boah, das ist richtig. Jetzt ist geil. Und der Regler hier, der ist jetzt auch mittig. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass das ganze Gerät funktioniert. Das müsste auch sein. Aber ansonsten, ja, alles richtig gemacht. Also, meine Empfehlung, einfach dann das Ding, wenn es scheiße verarbeitet ist, zurückschicken, neues schicken lassen. Hatte halt jetzt wieder ein paar Tage kein Dörrgerät, aber es lohnt auf jeden Fall. Also, jetzt sind die richtig fest drin. Also,
Boah, super, dass ich es gemacht habe. Richtig, richtig super. Alles klar, also wie gesagt, also dann dieser Klarstein Food & Jerky, Link packe ich euch nochmal unten rein. Absolute Empfehlung, 99 Euro. Und jetzt macht er auch qualitativ ein bisschen mehr und von, auch von der Verarbeitung ein bisschen mehr. Weil was ich vorher hatte, das war echt, ja, echt ziemlich grenzwertig. Aber trotzdem noch geiles Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Frage. 99 Euro. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. Aktuell jetzt ein Update sozusagen von meiner Rezension und das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude dran gehabt, wie es in meinem Kühlschrank aussieht, oder ihr habt euch gut informiert gefühlt, weil ihr das Dörrgerät jetzt besser einschätzen könnt. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.